Oh, pardon. Nochmal. Ganz schön laut. Hey, we are the Fofdick Pants from New York and we are live on Xenon. And Xenon begins with an X. Moin moin. Hallo. Moin moin, ich bin Malde. Malde ist der Riebelmeister. Ich bin Torben. Ich bin der Fliege Torben und das ist? Ich bin der Komodige Jacob. Moin moin. Und wir zusammen sind wir The Fofdick Pants, die beste plattdeutsche Elektro-Hip-Hop-Band. Wir haben schon was mitgebracht. Wir haben schon was mitgebracht. Warum wir das machen, ist einfach, dass diese Sprache, die vom Aussterben bedroht ist, letztlich nicht mehr gesprochen wird. Und das ist auch okay, das stört uns jetzt nicht so. Aber uns stört, dass sie nicht mehr gesungen wird. Also uns geht's nicht darum, irgendwelche Traditionen zu bewahren. Uns geht's einfach darum, mit einer wunderschönen Sprache, die Plattdeutsch schon mal ist, einfach was Gutes zu tun, was sonst keiner macht. Wir werden inspiriert durch viele Hilfsmittel. Das ist zum einen Malde und Maldes Lübber. Ich beschäftige mich halt schon seit vielen Jahren mit der neueren plattdeutschen Literatur. Also die Klassiker Klaus Groth, Fritz Reuter, Die Kiste, man kennt das. Und das lese ich halt sehr viel und da komme ich dann immer auch immer auf schöne Wendungen, die ich dann auch in meinen Songtexten verwende. Hallo, ich bin Daniel von Nachlader. Ich kenne die Fofdick Pants jetzt auch schon eine Weile. Ich hatte die große Ehre, dass ich gecovert worden bin. Also Fett war eigentlich mein Nachlader-Song, jetzt heißt er bei den Fofdick Pants Platt. Ist eigentlich sehr viel besser als das Original, muss ich leider sagen. Und eine großartige Band. Ja, ja, ja. Jo, wie ist Bescheid? Das Schöne an Berlin ist ja, es gibt ja eigentlich keine Berliner in Berlin, sondern ganz viele Schwaben und halt Norddeutsche und andere Leute. Aber und die Norddeutschen, die dann zu unseren Konzerten kommen, auch häufig gerne, die finden das dann total super und deshalb ist Berlin einfach nur geil. Was schätzt du an Berlin? Das gute Wetter natürlich, das ist ja ähnlich wie bei uns im Norden. Leider nicht so viel Regen. Leider nicht so viel Regen, das ist ein bisschen tragisch. Also es ist ja auch ganz schlecht für die Umwelt. Der Alexanderplatz erinnert, also der Turm erinnert ein bisschen an den Bremer Dom auch. Und das ist, ja. Und die Oranienburger Straße, weil die riecht ein bisschen wie am Hafen. So. Ich will der Fofdick, der hier nicht an. Nichts hast du Fofdick, wie legt der Fofdick an. Du musst täglich langbar, nix wie nix zu lernen. Und der Fofdick, du kommst hierher. Cut. So. Ja, dann kann man machen ohne.